Hallo Leute, was geht ab? Ich bin Simon Greenau und wir haben heute am Start Conan Exiles. Ein geiles Spiel, ist zwar etwa alt, ich weiß, ja ich weiß, aber, ich muss leider sagen, wir sind nicht am Anfang, sondern wir haben schon sehr, sehr viel erreicht. Und zwar, ich will euch zeigen, das ist laut Statistik von älteren Videos das mächtigste Pet, was man haben kann, ja. Sorry für den Namen, mir fiel nichts anderes. Ist egal. Einfach ausblenden, scheiß drauf. Wir waren mit Kumpels auf dem Server und wir haben einiges, wir haben viel gebaut. Und zwar, ich werde es euch zeigen, wir müssen halt nur zurücklaufen. So, mein Viech folgt mir. Alles klar, so. Ihr seht hier... ganz wenig davon. Ah. Oh. So, lassen wir mal unser Tier kämpfen. Komm. Das Ding will mich nerven jetzt. Ich übernehme mit. Ah, die kämpfen gegeneinander. Einfach beobachten. So, der Vogel vor mir hat einen Totenkopf. Es ist quasi ein kleiner Boss im Spiel sozusagen. Eigentlich sollte er bei so einem kleinen Level jetzt kein Leben verlieren. Ich übernehme mal mit. Und das war's. Ich glaube, meinem Tierchen fällt irgendetwas. Nein, ich bin kein Admin. Es ist alles gesammelt durch Töten und Quest und Dungeon und alles Mögliche. Mein Tierchen braucht nämlich Nahrung, damit er sich regenerieren kann. Was frisst du denn gerne? Bester? Nimm. So. Sehr schön. Jetzt laufen wir mal auf die Brücke. Wie ich sehe gerade, ich bin barfuß. Ich hatte einen heftigen Kampf irgendwo und ja, ich wurde ziemlich übelst verletzt. Und Level 60 habe ich schon, es ist auch maximal. Und unser Viech hier ist auch maximales Level mittlerweile. Wie man sieht, hier sind die Vorteile bei Stufe 10, bei Stufe 15 und bei Stufe 20. Bei Stufe 20 haben wir freigeschaltet Ameisenaspekt, genau. Dein Getreue hat eine höhere Vitalität. Das ist eigentlich super. Ich hätte zwar gerne mehr Stärke, aber okay, man kann nicht alles haben. Übrigens, diese große Brücke, wir sind gerade, oh ja, ja. Die Map schaut zum, nicht zum Kotzen, nein. Sie ist riesig. Also wir sind gerade hier und die Treppe führt direkt hier oben. Denn, ganz wichtig, das können Sie auch als Tipp annehmen, ja. Hier, das ist die Affenstadt. Gorillas, viele Gorillas und Affenstadt. Solltet ihr hier kommen, mit plus einen Sklaven, ist das hier der Ort hier, wo man am besten leveln kann, hochleveln. Also hier geht es am schnellsten. Entweder mit einem Sklaven der Stufe 1, Stufe 3. Egal welchen Sklaven ihr habt, ihr könnt hier kommen und einfach hochleveln. Das ist brutal, wie schnell das geht. Also es geht ziemlich schnell. Okay, gut. Dann wollen wir mal zum Allerheiligsten laufen. Zu der Festung, die wir als Clan von 4 Leuten, glaube ich, gebaut haben. Ja, das Pferd kann schwer durch Türen gehen. Deswegen muss man absteigen. Nun gut, dann laufen wir mal zu der Base. Also gut, wir sind angekommen. Das ist die Festung hinter mir. So, das ist jetzt von einem Spieler. Da hinten, also vom Clan, vom noch einem Spieler. Die hier mit den 2 Statuen da oben ist meine. Also,
Ich zeig mal erstmal von außen ein bisschen, wie das aussieht. So, alles, was hier jetzt zu sehen ist, sind Wachen, Arbeiter, quasi Sklaven, wie man im Spiel jetzt sagt. Und ja, und unsere Tiere halt. Es ist voll. Es ist wirklich voll. Das ist dann noch von einem Spieler. Gut, ich gehe mal bis zum Ende von der anderen Seite, denn wir haben hier wirklich viel, viel, viel gebaut. Wer das Spiel kennt, wird sich denken, wow, geil oder wow, aber man kann auch andere Materialien verwenden, um es noch schöner zu machen, okay? Und wer Mammut kennt, tja. Das sind friedliche Tiere, auch wenn sie riesig und angsteinflößend sind. Aber okay, ja. Nun gut, dann gehen wir mal zum ersten Spieler rein. Wie ihr seht, man kann einiges hier machen. Einiges. Das sind alles Tiere, die man kriegen kann. Kämpfer, die man versklaven kann und dann je nachdem. Wie man seine Armee anziehen will, kann man sie auch anziehen. So kann man auch unterscheiden. ich muss eins sagen, auf die Namen braucht sie nicht so viel zu achten. Die Namen sind ab und zu etwas heftig und lustig, aber ja. Hey, Löwe! Okay. Ah, ein mächtiger Löwe. So. Das ist mal von hinten. Die zwei Statuen, das ist immer noch meine Base. Na gut, gehen wir dann zum ersten Spieler. Doppeltüren mit Mauern und Wachen. Also man kann hier wirklich sehr komplex bauen und trotzdem etwas echt Geiles erschaffen. So, wir haben hier einen Elefanten. Dann, so, gehen wir mal hier rein. Boah, aha, okay, das ist eine nicht fertige Burg, die fertig werden sollte. Man hat aber einen guten Blick nach unten. Ja, Aufzüge kann man auch haben, klar. Naja, klar ist es nicht. Wer es nicht kennt, tut mir leid. Für mich ist es irgendwie selbstverständlich. Eins vorab muss ich schon mal sagen. Wir haben eingestellt auf volle Nacktheit. Also, manche der Jungs aus dem Clan hatten komische Vorlieben. Mich inklusive, ja, wir haben ab und zu, man kann Tänzer haben und die Tänzer dienen dazu im Spiel, wenn man einen Tänzer versklavt hat, die dienen dazu, dass wenn man an einem Ort geht, wo man zum Beispiel sowas wie einen Fluch bekommt, dann wird die obere Leiste links rosa und dadurch verringert sich aber deine Ausdauer und dein Leben. Es hat also Auswirkungen. Und die Tänzer dienen dazu, dass man die wieder wegkriegt. Rat der Schmerzen. Nordhammer Zuchtmeister Level 2. Man kann auch Meister haben oder Level 3 oder 1. Je nachdem, die Effektivität steigt, je besser das Level. Gut, laufen wir mal ganz kurz hier rein. Achso, das ist der gleiche Aufzug. Ja, das schöne Biest hier ist halt das ist ein bisschen schwierig zu kriegen. Man muss halt irgendwie die Herzen von Helden sammeln, die man tötet. Und die kann man an einem bestimmten Ort eintauschen. So, das ist jetzt normalerweise. Achso, ein Kämpfer. Nur, dass er eingezogen ist wie ein Tänzer. Ja, naja. Ja, es ist. Okay, der hat es irgendwie komisch gebaut und ist nicht so imposant, würde ich mal sagen. Wir müssen von einer anderen Seite rein. 2 Stunden später. So, ich habe den Eingang gefunden. Der ist hier unten. So. Ja,
Der hat das bisschen anders gebaut. Viele Öfen. Ja, ist jetzt nicht so imposant, würde ich mal sagen, wie er das gebaut hat. Aber okay, es erfüllt seinen Sinn und Zweck hier. Was er haben wollte, hat er. Einen schönen Tiger als Bewacher. Ein Mammutkopf als Trophäe. Ist eine geile Sache. Dass man so Trophäen, das ist von einem Hirschboss. Oder Dekoration als ein Schwert. Kann man alles haben. Also das Spiel bietet viele, viele, viele Möglichkeiten. Man muss sich das so vorstellen, es ist halt ein geiles Open-World-Spiel, wo man sehr viele Auswahl- und Baumöglichkeiten hat. So, dann gehen wir mal zu meinem Palast. Wir haben hier meine Tiger. Dann hier ist der, ich nannte sie Babystation, denn hier hatten wir halt, oder ich zumindest, wenn ich etwas Kleines gefunden habe, habe es hier gebracht zu einem Tierpferch. Und dann tut man das da rein, Begleiter. Je nachdem, was sie fressen, kriegst du eventuell prozentual ein mächtiges Tier oder ein nicht so mächtiges Tier, je nachdem. So, die Sandechse, so heißt sie normal und nicht so, wie ich sie genannt habe. So, die Sandechse, die ist, das ist das große Exemplar, ja. So, das Tierpferch ist aktuell leer. Gehen wir weiter. Wie man sieht, ist überall Zaun gebaut. Ja, es ist ganz wichtig, sonst, es gibt Spieler, die können reinklettern und euch die fertigen Tiere klauen oder, ja, als Baby können sich klauen und dann bei sich selber reintun. So, zu meinem Reich. Ich habe überall ein bisschen rumdekoriert. Das ist quasi mein Wachturm hier. Hauptmann Level 3. Die haben meistens legendäre Waffen. Vapir, das ist ein guter Kämpfer, ein namenhafter Kämpfer. Es gibt halt Helden, die sind namenhaft. Und es gibt normale Soldaten, die sind billig. Nichts nutzt. So. Dann hätten wir hier, mal in meinem Palast haben wir hier Bewacher überall. Wache steht überall auf dem Turm. Genauso wie auf der anderen Seite. Man sieht es gerade nicht. Okay. Elefant, Tiger. Man hat, oh mein Gott. Ich kann jetzt stundenlang erzählen, was ich hier habe. Sinn und Zweck ist, ich will nicht angeben, sondern einfach nur zeigen, wie gesagt. Zeigen, was für Möglichkeiten man in diesem Spiel hat. Das sind heftig. Das hier ist der sogenannte Kartenraum. Über den Kartenraum kann man nämlich sich überall hin teleportieren, wo man will. Hier habe ich Sklavin geschrieben, bewusst, klar. Da man hier meinen Sklavenrad findet, der gerade leer ist. Oh, ich habe einen fertigen Retros der Schuldbela. Oh mein Gott. Ja, ich nehme den Typen mit. Und stelle den auf, weil das ist ein namenhafter, nicht Soldat, ein namenhafter Kämpfer, der schleppen kann, ja. So, stellen wir den mal. Ich stelle den bei mir auf dem Dach. Übrigens, ich bin total überlastet. Mein Palast. Das ist ein, mein Bär. Nein, das ist ein mächtiges Bär. Warte mal, ich gehe mal rein und positioniere den. So, komm mal her. So einfach ist es. Nun gut. Hey, wir haben schönes Wetter und man sieht besser. So sieht mein Palast quasi von außen oder von innen vom Hof her. Wir haben hier einen großen, großen Sklavenrat. Ich habe da drin einen Zuchtmeister des Level 3 und einen ausgebildeten Zuchtmeister Level 3 ebenfalls. Der ist fertig. Dann gehen wir weiter und wir haben hier Öfen. Viele, viele volle Kisten. Nordheimer Schmidt Level 2. Barry, ein legendärer Schmidt. Okay. So, wir sind jetzt ganz oben. Da oben ist ein Horn. Das sogenannte Blashorn. Das ist sozusagen der
Kriegshorn, glaube ich. Ich glaube, Kriegshorn kann man das nennen. Und wir sind ganz oben. Ich habe auch einen Aufzug gebaut, wo man direkt runterfahren kann. Hier hat man eine schöne Aussicht auf das Eisgebiet da vorne und plus Lava. Dann hätten wir da vorne das kleine Dorf. Und von hier sieht man nochmal mein Hof da unten. Plus kurz auf die andere Seite. Können wir das besser vielleicht sehen? Ja, genau. Man sieht etwas besser. So, einmal Kriegshorn benutzen. Hört sich imposant, oder? Geil. Geil. Okay, dann fahren wir runter. So, wir sind unten angekommen. Dann, aha. Das hier ist auch eigentlich ein namenhafter Held. Nur, dass er aus dem Dafari-Gebiet kommt und somit ist er schwach. Er ist zwar Level 0, ich habe den gar nicht ausgebildet, noch nicht. Ich hatte das vor. Offizier in Ausbildung heißt bei mir, der wird ausgebildet, wie man es versteht. So, dann Janos, der ist noch nicht ausgebildet. Ich glaube, ich habe auf meiner Terrasse vielleicht jemanden, der ausgebildet ist. So, jetzt sind wir auf meiner Terrasse. Beste Biatch. Die ist Level 0. Das ist die sogenannte Tänzerin. Dann gehen wir weiter. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Spieler. Hier habe ich oder haben wir so einen kleinen Zwischenschnitt mit bisschen Wasser. Dann geht's weiter. Und zwar, wir haben hier den nächsten Spieler. Hier sind zwei Spieler eigentlich. Falls ihr euch fragt, wieso dieses Material, klar, könnte man auch mit viel besserem, viel schönerem Material bauen, aber der Server, auf dem wir hier gespielt und angefangen haben, ist, wie soll ich das sagen, etwas verlassen. Quasi, hier wurden die Einstellungen schon vorgetroffen, man kann bei niemandem einbrechen, indem man etwas zerstört. Wenn du es gebaut hast, bleibt es fest. So, hier ist, okay, ja. So, fahren wir mal hoch. So, wir sind jetzt oben bei dem nächsten Spieler. Der hat es übelst gemütlich gemacht hier. Alles auf ganz engen Raum. Ja. Na gut, aber ist nicht schlecht. Es hat seinen Zweck erfüllt. Ich weiß nicht, wofür das gerade ist. Achso, ich glaube, das ist so ein Brunnen. Der wurde oben gebaut und der geht bis nach unten eigentlich in die Erde rein. Oh Mann. Das hat... Oh Gott, ey. Schaut euch das an. So. Das ist Leibeigener. Dann gehen wir mal nach oben, ganz nach oben. Ja. Also der hat keine schlechte Sicht. Der hat eine Sicht komplett auf mein Palast. Nicht schlecht, das schaut echt schön aus, finde ich. Wie gesagt, man kann auch anderes Material verwenden. Und es noch viel schöner machen. So, wir sind wieder unten angekommen. Laufen wir jetzt mal raus hier. Okay, gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Spieler rein. Der hat... Ah, es ist schon wieder Nacht. Warten wir ein bisschen. Es ist endlich wieder Tag. Und wir können weiterschauen. Genau, wir gehen zum nächsten Spieler rein. Ich glaube, ich muss dazu sagen, es wurde mehr praktisch gebaut, aber auch imposant, vielleicht von außen. Ja, ihr seht, es ist viel da. Ja, es ist wirklich viel da. Ein Alchemistentisch, ein verbesserter Alchemistentisch. Hm, das ist eine verbesserte Gerberei. Das ist, glaube ich, eine normale Gerberei. Und ja, es ist sehr viel, was man hier machen und bauen kann. Und dann gehen wir mal auch zum letzten Spieler. Moment mal. Ich bin selber verwirrt. 3 Stunden später. Gut, wir sind jetzt auch oben bei dem Spieler. Ja, der hat einen normalen Aufzug, also einen horizontalen. Und wir haben auch einen vertikalen Aufzug. Der bringt uns zum zweiten Turm. Ich merke gerade, das
von hier aus hat man einen guten Blick nach oben. Ja. Interessant. Also es ist echt viel gebaut und es ist noch nicht fertig. Wir haben nicht nur hier gebaut, sondern auch da, wo ich am Anfang war. Dort haben wir auch gebaut. Es ist einfach heftig. Die Baumöglichkeit und das Ressourcensammeln, das ist Wahnsinn. So, fahren wir wieder runter. Wir sind jetzt unten, direkt beim Sklavenrad und beim Tierpferd. Okay. Wir sind wieder draußen und ich wollte euch mal nochmal die Tiere zeigen und ein bisschen Begleiter. Nennen wir sie einfach Begleiter. Also der schaut zwar schrecklich und ist groß, aber die sind schwach. Schaut her. Das ist sein Leben. Aber der zählt trotzdem nicht zu den stärksten Begleiter im Spiel. Das tut er nicht. Und wenn man schon so eine heftige Begleiterarmee vor seiner Base überall hinklatscht, gibt es auch Vorteile. Zum Beispiel im Spiel ist auch die Säuberung. Das heißt, NPCs kommen von verschiedenen Richtungen und versuchen dich anzugreifen. Sollten die es schaffen, dann schaffen sie tatsächlich und zerstören deine Burg. Die kommen rein und zerstören. Solange diese Säuberung läuft, zerstören sie alles. Was habe ich da? Nicht die Namen lesen, oder doch? Oh, okay, das ist jetzt... Das ist jetzt normal. Das ist in Ordnung. Tiger Woods. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tiere meine waren, welche Tiere waren von den anderen. Kleiner Löwe. Pantera Negra. Gottes Willen. Tigris, Tigris, okay. Bär. Ah. Oh, die sind normal, okay. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man so viele Bewacher draußen hat. So, schaut her, was hier passiert gleich. Seht ihr dieses Massaker? Oh mein Gott. Die haben es trotzdem geschafft, mich anzugreifen. Wahnsinn. Also natürlich bin ich das Hauptziel. Okay, jetzt sieht man das besser. Schaut das an. Seht ihr dieses Chaos? Also am Ende bleibt nichts außer Leichen, die man plündern kann. Ja, Stahlbahn, Knochenmehl. Vanillefeld, Fellhandschuhe oder Kristall hat er. Was hat er dabei? Nichts Besonderes. Ja, und ich kann natürlich jedes Tier von hier oder Soldaten mitnehmen. Einfach auf E klicken und dann folgen. Und das war's. Ich kann den Band brechen. Dann wird er zum Gegner. Und so wie es hier aussieht, würde der Bär sofort angegriffen und wird sterben. Das hier ist wiederum eine Base von jemandem anderen. Ich vermute vielleicht von Admin, weil wie gesagt, wir als Clan, keiner von uns war Admin. Alles, was wir da hinten gebaut haben, haben wir durch Ressourcensammeln gebaut. Das ist von Admin. Nehmen wir an, das ist von Admin. Diese ganzen Statuen einfach und dieses mit verstärktes Eis gebaute Mauern und Treppen, das ist alles spezial. Ach ja, stimmt. Genau. Cesaya war der, sie oder er, Admin auf jeden Fall und hat das hier gebaut. Ja, schaut geil aus eigentlich, ne? Hier unten haben wir einen Katapult, das habe ich gebaut bei meinem Versuch, die Burg zu zerstören vorne. Denn ich war neugierig, ob man etwas wegräumen kann, weil wir haben hier hinten gebaut und hier vorne ist halt eine fremde Burg. Wir dachten, ein Spieler in unserer Nähe, wir sind ein Clan, braucht man nicht. Wir wissen nicht, ob das ein freundlicher Spieler ist oder ein Gegner, denn wer so baut, sollte eigentlich da drinnen viele Wachen haben. Nun gut, Leute, es wird wieder Nacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nicht komplett durcheinander gebracht. Es ist viel, auf einmal vielleicht, für den einen oder anderen. Aber ich kann sagen, ich fange nochmal auf einen Server komplett neu. Und ihr könnt mich bei Twitch besuchen unter dem Namen I'm Angry Now, so wie mein Kanalname. Dort findet ihr die Videos von Conan Exiles, die ich jetzt neu angefangen habe. Dort könnt ihr mal beobachten, wie ich die Sachen nach und nach freischalte, was ich da baue,
wie ich das baue. Okay, Leute, und das war's mal wieder von mir. Ich bin I'm Angry Now. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nicht komplett durcheinander gebracht. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da. Über Kommentare würde ich mich auch freuen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Könnt ihr sie locker fragen? Kein Problem. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao.